Ja, liebe Wummersfreunde, hier sind wir wieder. Und zwar sind wir heute unterwegs in Leer und in der Nähe der Stadt liegt das Schloss Evenburg. Und das Schloss, das liegt genauer gesagt im Ortsteil Loga, unweit der Leda. Ja, also dieses Schloss Evenburg ist ein Wasserschloss und ist umgeben von einem wunderschönen englischen Landschaftspark. Und man betritt das Gelände hier durch dieses Tor und läuft dann auf das Schloss zu. Und es ist wirklich ein sehr lohnenswertes Ziel hier in Leer. Und wenn man die Stadt Leer besucht, sollte man auf jeden Fall dieses Schloss Evenburg auch besichtigen und auch wirklich sich die Zeit nehmen, durch diesen Landschaftspark zu spazieren. Es ist wirklich sehr, sehr schön, besonders wenn man so tolles Wetter hat, wie wir heute hatten. Ja, dann kommt mal mit uns und schaut euch das hier mal an. Ja, dieses Schloss, das entstand zwischen 1642 und 1650. Ja, also die erste Evenburg, die liest Oberst Erhard Reichsfreiherr von Ehrentreuther als barockes Wasserschloss erbauen. Und das aufwendig gestaltete Hauptgebäude ist auf einer Schlossinsel, die von einem breiten Wassergraben umgeben ist, errichtet worden. Ja, nur eine Generation später gingen die Besitztümer 1690 durch Heirat auf die Grafen von Wedel über. Ja, Mitte des 19. Jahrhunderts war das Schloss für die Bedürfnisse der Bewohner zu klein und unmodern geworden. Und Karl Georg von Graf von Wedel beauftragte den Hannoveraner Architekten Rudolf Stüwe, das Schloss Evenburg zu erweitern und umzubauen. Und im Gutachten des Architekten, da hieß es dann, dass das Schloss sehr reparaturbedürftig und dürftig eingerichtet sei und manche Bauteile völlig baufällig wären. Und es wurde dann das Schloss also komplett neu errichtet und lediglich vom Hauptgebäude wurden die Umfassungsmauern, einige Zwischenwände und das Kellergewölbe für den Neubau verwendet. Ja, das neue Schloss wurde dann in einer Bauzeit von nur 2 Jahren im neugotischen Stil errichtet und die Evenburg erhielt bald eine Loggia neben dem Haupteingang und ein Nebengebäude, das sogenannte Rathaus auf der Schlossinsel. Ja, es gab dann noch weitere Bautätigkeiten hier, aber im Jahre 1930 verlegten die von Wedels ihren Hauptwohnsitz nach Schloss Gödens, wo die Familie bis heute wohnt. Ja, hier im Garten gab es mal ein Spielhaus für die Kinder.
das mittlerweile nicht mehr existiert. Das wird hier beschrieben auf dieser Tafel. Das Haus ist leider mittlerweile abgerissen. Ja, nachdem die Wedels ihren Hauptwohnsitz, also hier nach Schloss Gödens, verlegt haben, da setzte der bauliche Niedergang dieses Schlosses ein. Und wegen fehlender Geldmittel in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten und des hohen Unterhaltungsaufwandes wurde nach und nach die filigranen Staffelgiebel, die Zinnen und Türmchen und das Dach vereinfacht bzw. zurückgebaut. Ein Zeitdokument aus dem Jahre 1938, niedergeschrieben auf einer Dachschiefertafel, also die belegt dies. Ja, liebe Bochumsfreunde, heute sind wir hier im Schloss Evenburg bei Lea und besichtigen dieses Schloss nur von außen und der schönen Park hier um das Schloss herum, in dem wir auch uns gerade schon ein wenig bewegen. Ja, dann kommt mal mit hier zum Schloss Evenburg und genießt mit uns diesen wunderschönen Schlosspark und das Schloss. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden weitere Vereinfachungen der Dachgestaltung der Fassaden an diesem Schloss durchgeführt, um die Kriegsschäden zu beseitigen. Und ja, hier laufen also ein paar Enten durch den Park und es gibt sehr viele Seen hier, kleine Tümpelchen und Seen. Ich tauche da gerade mal mit meiner Kamera ein bisschen unter Wasser, aber man sieht nicht sehr viel, wie man hier sieht. Und hier gibt es dann in der Nähe dieses kleinen Sees noch einen Mühlstein und dieser Mühlstein ist der letzte verbleibende Rest einer schönen Mühle, die hier stand und so sah die mal ursprünglich aus. Das ist der einzige verbleibende Überrest der Mühle von Loga, die mittlerweile leider abgerissen ist. Das ist sehr schade, so eine schöne Mühle. Ja, wir sind dann noch ein bisschen weiter durch den Park gelaufen, hier am Mühlstein vorbei. Und es ist also wirklich ein sehr, sehr schöner Landschaftspark, kann man nicht anders sagen. Der Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Also ich denke mal, wir sind da so 2 Stunden rumspaziert, total gemütlich. Und haben dann eine Runde durch diesen Park gedreht und man kommt dann, nachdem man diese verschiedenen Wege gelaufen ist, irgendwann mal wieder am Schloss raus. Ja, hier an diesem Baum, da wurde sich ewige Liebe geschworen, aber die ewige Liebe der Familie zu ihrem Schloss, die hielt nur bis 1975, denn da kaufte der Landkreis Leer das Schloss, den Meierhof und die dazu gehörenden rund 110 Hektar landwirtschaftliche Fläche für 7 Millionen D-Mark. Und kurz danach fand eine erste Sanierung durch den Landkreis Leer zur reinen Substanzerhaltung des Schlosses und der Vorburg statt. Ja, über die Jahre fanden dann weitere Sanierungsarbeiten statt, also das wurde dann in Etappen durchgeführt und dann im Jahre 2007 war es dann soweit, dass Teile des Schlosses der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnten und zum anderen Teil von einem Ausbildungsseminar für Lärmsanwärter und von der Bundesakademie Ostfriesland e.V. genutzt wurde. Beide Institutionen verließen 2009 bzw. 2011 das Schloss, sodass der Weg frei wurde für die Sanierung und Restaurierung der restlichen Räume. Ja, seit dem Mai 2014, da ist die Evenburg mit einer Dauerausstellung zum Leben und Wirtschaften einer adligen Familie im 19. Jahrhundert und als Zentrum für Gartenkultur geöffnet. Ja, ich habe dieses Wissen natürlich nicht alles so einfach im Kopf, sondern ich danke mal wieder Wikipedia dafür, dass ich aus
ihren Werken hier zitieren durfte. Ja, nachdem wir das Ganze hier besichtigt haben, sind wir noch ein wenig Kaffee trinken gegangen, hier in diesem kleinen Gartencafé, was ihr gerade gesehen habt. Ja, und ich hoffe, euch hat es hier gefallen, mit uns durch die Parkanlage zu marschieren. Und ich würde sagen, dann wartet mal gut, ne? Bis zum nächsten Mal und tschüss.